Bei der Steamboat Stinger Compact, da kommt immer wieder die Frage, welche Wurfarme machen Sinn. Was reinpasst, habe ich schon in einem anderen Video erklärt, oben beim I-Klicken, da habe ich die Wurfarme in der Höhe abgemessen. Aber jetzt wollen wir uns anschauen, nicht was reingeht, sondern was Sinn macht. Und wenn dir das interessiert, was überhaupt bei so einer Compact möglich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Compact wird standardmäßig mit diesem Close Quarter, mit diesem blauen Wurfarm ausgeliefert. Ich glaube, der hat 35 Pfund oder so irgendwas. Billige Eigenwerbung, gebe ich dir natürlich den Link in meinen Shop, schau dir das an. So, standardmäßig. Und das passt. Und mit dem ist das Aufziehen und Aufspannen auch wunderbar, ganz, ganz locker möglich. So, dann ziehen wir ab, lassen wir nach vorgleiten. Das kannst du nämlich auch mit dem Bolzen mit dem Wurfarm auch vernünftig machen. Wenn du deinen Pro-Wurfarm wenn du den aufgespannt hast und aus welchem Grund auch immer wieder entspannen willst und nicht schießen willst, das hier, das würde ich nicht tun bei einem Pro-Wurfarm. Das bedeutet, eigentlich ist das für diese Armbrust kompakt wirklich Speedshooting ideal aus. Gut, es gibt natürlich immer wieder Leute, die das nicht wollen, die wollen mehr Power und es ist auch okay, kannst du machen. Jetzt hast du in der Steamboat-Serie natürlich die Möglichkeit, auf den nächststärkeren Bogen umzusteigen, der bei der Tactical angeboten wird. Das ist ein 55 Pfund Wurfarm. Der geht. Habe ich auch in einem Video schon gezeigt, mag ich jetzt nicht mehr beschreiben. Jetzt ist es aber so, dass das auch vielen Leuten nicht passt und sie daher den Pro-Wurfarm mitkaufen und dann ganz unglücklich sind. Weil der ist halt für diese Compact echt absolut irre. Absolut irre. Ich empfehle es nicht. Mach, ich meine, ich rede nicht gegen mein Geschäft. Kauf alles ein, kriegst alles bei mir. Link gebe ich dir da unten. Aber ich würde es nicht tun, aber wurscht. So. Jetzt ist aber für genau die Leute, die mit dem Standardwurfarm unglücklich sind, mit diesem Standardwurfarm, ja, den es bei der Tactical dazu gibt, und noch ein bisschen mehr brauchen. Und da kam jetzt zum Beispiel die Frage nach der Alligator, da kommen wir dazu, oder dem Redback-Wurfarm. Reinpassen tun sie alle, aber es ist ja die Frage, ob es Sinn macht. Alligator, das ist die Alligator, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Wenn ich mir den Wurfarm hier hernehme, dieser Wurfarm ist ein bisschen, aber nur ein bisschen stärker als der Standardwurfarm von Steamboat. Also das ist ein Ötzerl. Also ich glaube nicht, wenn du eine Alligator ohnehin hast oder dir kaufen willst, mach das, kannst das ja dann ausprobieren, du wirst sehen, das ist ein bisschen mehr, aber dafür würde ich das Geld nicht ausgeben. Aber muss natürlich du entscheiden. Wie gesagt, ich rede nicht gegen mein Geschäft. Kauf, kauf. Du kannst auch übrigens die René Rossmann Messer kaufen oder unsere Universalhalterungen für unterschiedliche Kaidex-Scheiden und sonstiges. Gebe ich da auch unten. Ich kann auch alles tun. Aber zurück zum Thema. Würde ich nicht machen. Es geht, würde ich aber für die Compact nicht machen. Bringt's nicht. Was vielleicht Sinn macht, ist der Redback-Bogen. Aber auch nur vielleicht. Ich empfehle das nicht, weil ich das für diese Compact-Armbrust einfach für unnötig halte. Aber die Fragen kommen ja und die magst du beantworten. Schau mal her. Pro-Wurfarm. Dieser Pro-Wurfarm hat auch 90 Lips LPS Pfund. Und der Redback-Bogen hat auch 90 LPS Pfund. Steht zumindest drauf. Aber eins sage ich dir. Wenn du die zwei nebeneinander legst und dir anschaust, dann wirst du sehen, dass erstens einmal der Pro-Wurfarm von Steamboat einfach viel massiger ist. Und auch beim Aufspannen merkst du, Alter, der tut sich einfach gleich einmal von null weg einfach mehr. Daher, den Compact, den vielleicht. Das heißt, das kann die Lösung für all jene sein, die mit dem Standardwurfarm der Compact mit 35 Pfund sagen, das ist zu einfach. Verstehe ich gut. Die sagen, 55 Pfund Wurf am Standard. Aber pro Wurf ist vielleicht doch eine gute Idee. Kann man den Redback-Bogen nehmen. Für all die Freaks da draußen, und wenn du dich angesprochen fühlst, das ist positiv gemeint, dann kannst du das machen. Ich empfehle es trotzdem nicht. Ich empfehle es trotzdem nicht. Und zwar warum? Weißt du, PS für Autos, LBS bei unseren guten Armbrüsten. Das ist Power und man glaubt, dass das ein Qualitätskriterium ist, dass das cool ist und solche Dinge. Und kann man ja auch der Meinung sein.
Wie gesagt, habe ich ja nichts dagegen. Übrigens, das sind die Speedloader, die es auch bei mir im Shop gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt von so einer kleinen, kompakten Armbrust ausgehe, ich habe jetzt hier Broadheads eingefüllt. Was ist die Idee? Was ist die Idee von diesem Produkt hier? Was glaubst du? Ist die Idee, ganz weit nach hinten schießen zu können? Ist das eine Jagdarmbrust auf Großwild, was eh alles bei uns verboten ist, aber das ist gar nicht der Punkt. Simbo ist ein internationales Unternehmen, verkauft auch nach Amerika, USA und dort ist das erlaubt, die machen das, gibt es genug Videos dazu, aber das ist gar nicht der Punkt. Nein, wofür ist das? Das ist für kurze Distanz, schnelles, dynamisches Schießen gedacht, aus der Bewegung. Für das ist es da. Und bevor ich trainiere, dass meine Oberarme das aufspannen können, trainiere ich das hier, um aus der Bewegung so eng, so schön zusammenschießen zu können. Das will ich trainieren, das will ich tun. Das mache ich mit dem Teil. Und da ist dieses 35 Pfund Wurfarmchen absolut ausreichend oder eben der 55 Pfund Wurfarm, eben der Wurfarm von der Tactical. Und das ist es. Klar, kannst du Alligator einbauen, klar, kannst Redback einbauen, Pro-Wurfarm, aber du verwäschst und machst das, was die Idee hinter dem Produkt ist, irgendwie, du führst das ad absurdum, sagen wir so. Musst aber natürlich du wissen. Übrigens, die Pfeilfangmatte, die gibt es auch bei uns, gebe ich da auch unten den Link. Wahrscheinlich ist das hier die beste Pfeilfangmatte der Welt. Aber das schauen wir uns in einem anderen Video an. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, teil gerne auch das Video, da würde ich mich sehr freuen. Schau auch vorbei und schau dir meine anderen Produkte an. Ich gebe dir natürlich auch den Link zu Steambo und den Pfeilen und sowieso und überhaupt. Und es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Und lass mich wissen, was du davon hältst. Bis dann und ciao, ciao.